lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Begehe keine schlechte Tat, das hat die Bibel gesagt. Auch nicht, wenn du was Gutes willst. Mittel werden nicht geheiligt vom Ziel. Ich soll mich gut verhalten und stetig mein Herz einschalten. Das Ergebnis ist zwar manchmal hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Er kehrt ein in sein Paradies, und das ist noch nicht mal mies. Das will die Kirche so, und alle Menschen sind sehr froh. Wir wählen eben frisch, der weiße Rauch ist schon in Sicht. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Wir können es kaum fassen, so entsteht Liebe. Niemals hassen. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhacken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein Buch.